das war wirklich eine schöne oder gute Fügung des Schicksals, dass wir geplant hatten, am Sonntag ein Spiel zu beobachten. Wir haben Danny Avdic beim FC Zwolle beobachtet, für die, die es nicht verstanden haben, warum wir da hinfahren. Der spielt da und den haben wir da beobachtet im Spiel gegen Ajax Amsterdam. Und das hatte natürlich als Begleiterscheinung, dass wir 6 Stunden zusammen waren. 4 davon im Auto, 2 auf dem Platz. Und da gab es natürlich war das natürlich auch eine gute Gelegenheit, über viele Dinge zu reden. Ich hatte ihn natürlich auch schon vorher, zumindest mit meinen Gedanken, auch konfrontiert. Und ja, also seine Reaktion war natürlich nicht, dass er gesagt hat, ich packe meine Koffer und gehe mit, sondern es war die, dass er natürlich sehr enttäuscht war. Das ist so. Und dass mir das auch ganz schwer gefallen ist, ihm das zu sagen, weil ich glaube, das kann ich sagen, dass ich im Sommer, glaube ich, einen großen Einfluss darauf hatte, dass er seinen Vertrag verlängert hat. Und von daher war das wirklich schwierig. Aber er ist Profi, so wie er das hier über viele Jahre gemacht hat. Und ja, er wird weiterhin hier natürlich das muss ich ja gar nicht erwähnen, dass er hier mit aller Energie, auch ohne mich an der Seite, seine Arbeit verrichten wird. Und er kann das auch alleine. Das, was ich eben gesagt habe, dass andere das auch können oder dass es weitergeht. Und so kann Thomas Schaaf natürlich auch ohne mich arbeiten.